und Action. Okay, ich würde gern weitermachen, damit wir zum Schluss einfach auch noch genügend Zeit haben, das Funkmikrofon rundum gehen zu lassen, um eure Fragen zu beantworten, die ihr euch entweder merkt oder auf die grünen Kärtchen schreibt. Und ich habe noch ganz eine interessante Anmerkung, bevor ich jetzt ein Lied über Götter singe. Schön, dass der Axel Burkhardt uns da so ein bisschen hingestupst hat. Diese Göttlichkeit oder Gottlichtheit, die uns allen angeboren ist. Ich sage immer ganz gern, wir erblicken nicht das Licht der Welt, sondern wenn man die Kinder so anschaut, dann bringen sie das Licht hierher. Weil wenn man da jetzt in den Raum ein kleines Kind reinschiebt, wenn es jemandem auffällt, dann wird es so plötzlich ganz andächtig und jeder schaut das Kind an. Und dann taube, halbblinde, gehbehinderte, kleine, große, dicke, dünne, alle schauen auf das Kind und mei. Ja, das heißt, da muss ein Licht davon ausgehen. Und es ist ja ganz interessant, dass wir dann sagen, mei, das schmeckt ja göttlich. Oder du wackelst ja wie Götterspeise. Oder wir sagen auch gern Grüß Gott in Bayern. Eigentlich heißt es ja Grüß di Gott. Da ist nämlich das Du drin. Das ist im Prinzip das In la Kech oder das Namaste der Bayern. Grüß di Gott. Wir sagen aber dann ein Pfirti Gott, wenn wir was abpfirti Gott. Ja, da ist dann das Pronomen wieder drin, ein Pfirti Gott. Aber grüß Gott, sagt man dann immer so, ohne dich. Und darum ist es ganz wichtig, dass wir uns schon auch wieder aus das erkennen, was wir sind und dass jeder einfach da auf dem Plan Eden seinen Weg geht und dass einfach schön ist, dass wir die Wege miteinander gehen können, wenn sie auch nicht immer Parallelslalom sind oder manchmal mit einem kleinen Impact auf der Straßenkreuzung enden. Es sind auf Straßenkreuzungen schon Ehen geschlossen worden, nach einem Unfall. Also manchmal schickt dir das Schicksal das Ganze oder ein bisschen anders. Dann hat der Axel noch was Nettes genannt, weil wenn wir so Gott oder den Glauben oder die Glaubensmuster in den Mund nehmen, sind wir ganz schnell bei Sekten. Ich gründe ständig Sekten. Ich habe zu Hause sogar ein paar Insektenhäusl. Das ist ganz wichtig. Und ich habe eine schöne Definition, ich habe zwei Definitionen für Sekten. Die eine stammt von Karl Pilsel, das ist ein bisschen so ein Wirtschaftsprediger, dem ich vor einigen Jahren auch ein enger Freund war und ich ihn immer noch schätze. Der hat mir gesagt, Sekten sind sie einfach zu erkennen, sie arbeiten mit Angst und sie verlangen Geld. Und wenn wir schon beim Geld sind, wir verlangen nichts, aber wir bedanken uns an dieser Stelle für eure Spenden, die ihr auch immer so im Vorbeigehen da hinten beim Schacht alleine schmeißt. Weil auch obgleich jetzt der Roman, der Klaus von Ukitalk, das Team da, ich, die Isabella, die Silvia und alle, die da mitwirken, direkt, indirekt, vorn und hinter den Kulissen, wir machen das alles aus freien Stücken und das ist... Wir legen unseren Sprit drauf und wir machen unsere eigenen Sachen und wir nehmen uns die Zeit frei, einfach weil wir es von Herzen raus tun. Und es geht uns auch nicht um Mehrheitsbildung, wie man sieht. Ja? Wichtig ist, dass wir einheitskompetent sind. Und darum herzlichen Dank für eure Gaben, für eure Austritte aus dem geistigen Hamsterkäfig, wo dann oft auch was übrig bleibt und das dann da reingeht. Sehr nett von euch, sehr schön. Das ist die erste Definition. Also sie arbeiten mit Angst und es kostet, diese Angst zu haben. Vor allem, wenn man dann weggeht, dann kriegt man es mit Angst zu tun. Die zweite Definition stammt von einem lieben Menschen, den ich sehr schätze. Das ist der Mitbetreiber von Bäckerhäusl, unweit von hier in Oberwang. Das Domizil von Joe Kreisel und der Freeman-Bewegung. Das ist der Gerhard Schneider. Der hat einen sehr interessanten Blog, der mittlerweile bis zu 10.000 Leute pro Tag da drauf zieht, weil er einfach alles zusammentragt, was gut und interessant und was auch immer ist. Manchmal ist es gruselig, was er macht, aber es ist wurscht. Und der hat mal ein schönes Geschichtel gesagt über Sekten, nämlich Sekten sind Menschen, die offen zugeben oder zeigen, dass sie mehr wissen, als man ihnen erlaubt, wissen zu dürfen. Also das heißt, alles, was außerhalb des Mainstreams
gewisse Dinge an den Tag legt, die nach Sicherheit klingen, wird gefährlich. Und da gibt es zwei Möglichkeiten, entweder rechte Ecke oder Sekte. Oder beides, an drei Möglichkeiten. Manche stellt man so weit rechts, dass links schon wieder kämmern. Okay. Auf diesem Be Free Day am 23. Also ein Nachlacher. Ja, das ist wie mit den Billiglöhnern. Die gehen auch so weit nach Osten bis hinten über Kanada, im Westen wieder kämmern, weil sie vorn nicht sehen, dass hinten die Beringstraße bloß ein Steinwurf ist. Du kannst mit den Billigarbeitskräften nicht immer weiter nach Osten gehen, du kommst wieder bei dir selber an. Und das ist auch gut, also mittlerweile haben wir ja Globuli, da kann man es besser erkennen, dass die Welt eine Kugel ist. Und da oben wird es auch langsam wieder rund, Gott sei Dank. Ja, ein Mensch, der sprechen wird am 23.04. ist Peter Christoph, der Begründer von Asgard. Das ist also eine Wahnsinnsidee, ähnlich wie beim Joe Kreisel. Der geht davon aus, dass wir Götter sind und wo Menschen sich treffen, die leuchten können, einfach das Paradies entsteht. Willkommen im Paradise. Und das Lied heißt Asgard, der hat eine Webseite und ich habe dazu einmal ein paar Sachen empfangen und das singe ich jetzt. Asgard, Heimatland, wo die Götter wiedergeben einander ihre Hand. Oh, Asgard, Weltenort, wo wir als Götter wieder leben in einem Fort, wo wir einander sehen, lassen wir Asgard entstehen. Dort, wo Asen Asen sind, erinnert sich ein jedes Kind und weiß, Heimatland, wo die Götter wieder leben, gemeinsam Hand in Hand. Oh, Asgard, oh du heiliger Ort, wo Wahrheit, Liebe ist in jedem einzigen Wort, weil wir aus Asen sind in dieser schönen Welt, so zeigen wir das Stolz. Mit alter Ahnenkraft und tosen Mölnir fest am Schaft erkennen wir uns wieder. Wir Asen widmen uns all dem Schönen in der Welt mit Liebe, Weisheit und viel Mut. Wir säen Frieden in die Welt und sind auf menschlich eingestellt. Und wir sind eins in Asgard, 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 oh, Asgard, 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 wir sind. Sky.